Heute schon eine Viertelstunde an. Es soll um Rust gehen, und zwar wie man Rust für den Raspberry Pi cross-compiled und dann auch benutzt. Moment, ich starte hier mal nebenher den Raspberry Pi. Genau, und im Prinzip geht es darum, wir fangen von Null auf an. Wir haben nichts, außer die Rust, den Rust-Compiler schon mal installiert. Für die Leute, die das noch nicht bei sich gemacht haben, es gibt Rust Up. Damit kann man sich das lokal als User installieren. Und sobald man das gemacht hat, hat man hier mehrere Commands zur Verfügung, zum Beispiel Rust Up und Cargo. Und Cargo ist das Build-System von Rust. Und das werden wir jetzt als erstes benutzen, um einfach mal ein Projekt zu erstellen. Gehe ich hier in einen Ordner rein, mache einen neuen Ordner, den nenne ich jetzt mal Raspberry Pi. Dann in das Verzeichnis reingehen. Das erste, was wir machen, ist ein Cargo. Possibly. Vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle. Ist das absolut nicht lesbar oder? Das Standard von i3 wahrscheinlich. Nee, das ist jetzt i3 gerade. Also, ich meine, ich kann da vielleicht auch ein anderes starten. Ah, aber da weiß ich, wo ich das ändern kann. Moment. Dann. Hallo? Font-Size hier. Wie wäre es mit 15? Dann. Ist das besser? Okay, gut. Also, wir waren dabei, ein Projekt zu erstellen. Und zwar machen wir das jetzt in dem Raspberry Pi Ordner hier. Und das erste, was wir machen, ist ein Cargo Init. Dann erstellt es uns ein Binary Application Package. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen mit Tree und Git Ignore aktiviert, dann sehen wir, wir haben hier so ein Cargo TOML File, ein Source Ordner und eine main.rs. Und jetzt öffne ich das Ganze auch mal hier in meinem Editor. Gehen wir mal in GitHub Raspberry Pi. Öffnen das. Moment, wo ist es? Hier. Zack. Und wir sehen, also das ist einfach eine Standard Main hier, ich mache die auch mal ein bisschen größer. Einfach nur, wir printen einfach mal Hello World. So, jetzt können wir erstmal ganz gemütlich das Ganze auf unserem System bauen. Cargo Build, dann sagt es, dass es gebaut ist. Und wenn wir jetzt Cargo Run benutzen, um es auszuführen, dann sagt es uns Hello World. Ist alles schön und gut, aber das ist jetzt nur für unser System gebaut. Und explizit, wenn wir uns das jetzt anschauen, hier gibt es einen Target-Ordner und darunter Debug. Und dann die Binary Raspberry Pi. Und dann sehen wir, dass es hier ein für x86 gebautes Executable. Und das wird nicht auf unserem Raspberry Pi laufen, weil unser Raspberry Pi hat eine andere Architektur. Der läuft auf ARM. Das heißt, wenn wir jetzt das cross-compilen wollen, brauchen wir erstmal eine andere Toolchain. Und dafür gibt es Rust Up. Rust Up kann uns einen anderen Rust-Compiler installieren. Da gibt es Rust Target Install und das Target, was uns interessiert, ist hier dieses RArch64 Unknown Linux GNU. Das war auch gerade das, womit ich die ganze Zeit hier vorher gekämpft habe, weil in allen Tutorials stand irgendwas anderes drin und das hat dann nicht gebaut. Genau, aber wenn wir jetzt auch hier Target Install machen, dann ist das jetzt schon da, weil ich das schon installiert habe, aber im Zweifel, wenn das nicht da wäre, würde der jetzt ein bisschen was runterladen und das die STD-Lib runterladen und dann hätten wir das. Genau, und was wir jetzt damit machen können, also wir können jetzt einfach mal blindlings versuchen zu probieren, was passiert, wenn wir jetzt hier bauen und dieses Target angeben. Und zwar dann hier das Arch64. Hallo. So, und dann sehen wir, dass er uns hier erstmal einen Error schmeißt. Und der Grund dafür ist, dass wir noch einen Linker brauchen. Und den kriegen wir wenn wir uns im Prinzip eine Toolchain installieren. Und da müssen wir uns die für den Raspberry Pi installieren. Um das möglichst einfach zu halten,
Es kann natürlich sein, dass man jetzt irgendwie ein exotisches System auf dem Raspberry Pi hat, aber im Standardfall hat man da so ein Debian drauf, was von der Raspberry Pi Foundation ausgeliefert wird. Und dafür finden wir Toolchains online. Das heißt, das kann ich jetzt auch mal kurz zeigen. Mach mal hier mal meinen Browser auf. Wenn er hier denn startet. Hallo. Oder ich nehme den Firefox, der wird es auch tun. Im Zweifel oder ein Chromium. Mal. Gut, ich hatte hier vorne ja alles anders gemacht, also vielleicht nehmen wir doch lieber ein. Ah, nee, da ist er ja. Guck mal, da ist er sogar, der LibreWolf. Okay, sehr gut. Dann gehe ich hier mal auf GitHub. Da habe ich mir nämlich das Repository gestartet, damit ich das wiederfinde. Ja, so macht man das. Das ist jetzt der andere Browser, den wollte ich jetzt nicht. So, und da gibt es hier dieses Raspberry Pi Cross Compilers. Und darunter findet man dann hier Download-Links für die verschiedenen Toolchains. Und in unserem Fall, weil wir ein Raspberry Pi 3 B Plus haben, brauchen wir einen Compiler für 64-Bit. Und weil unser Raspberry Pi Debian 11 benutzt, brauchen wir entsprechend hier den hier. Und da haben wir zwei zur Auswahl mit 10.2 und 10.3. Ist eigentlich egal, die liefern beide Compiler mit. Das können wir dann runterladen und extrahieren. Das habe ich alles schon gemacht. In dem Fall gehe ich mal hier wieder rüber in mein Terminal. Habe ich einen Ordner, der liegt in meinem Home. Den habe ich .toolchains genannt. Und dort habe ich verschiedene Toolchains drin, unter anderem die Toolchain für den Raspberry Pi und mit 64-Bit, das ist dann die hier. Und wenn wir jetzt da in den Ordner reinschauen, dann haben wir hier erstmal irgendwie bin, include, lib, exec, share und ein Arch64-Verzeichnis. Im Prinzip, also was uns interessiert, das liegt im bin-Ordner. Dort liegen die ganzen verschiedenen Compiler und Linker. Unter anderem der Arch64 Linux GNU GCC. Das ist der, den wir brauchen. Und das andere, was wir brauchen, liegt hier in diesem Arch64 Linux GNU-Verzeichnis. Dort liegt nämlich im Prinzip die libc und andere Libraries vom Raspberry Pi, auch die pthreads-Library, also Sachen, gegen die wir linken wollen. Das heißt, die müssen wir auch mit angeben und die liegen hier alle in diesem libc-Ordner hier unten drunter. So, wie machen wir das Ganze? Also, gehen zurück hier ins Projekt und das Erste, was wir machen, wir legen ein neues Directory an, das heißt .cargo. Und in diesem Cargo-Ordner gibt es dann ein neues File, das heißt config. Genau, so, und was schreiben wir da rein? Wir schreiben dort eine Definition für das Target rein, nämlich Arch64 hier, Linux GNU. Und dann schreiben wir hier Linker ist gleich. Und dann suchen wir uns genau dieses Verzeichnis raus, also hier in cd bin das ganze Verzeichnis. Hier wieder rüber, pasten das da rein. Und dann suchen wir hier noch den GCC, den kopieren wir uns auch. So. Und das Zweite, was wir brauchen, ist eine Rust-Flags-Definition. Das ist eine Liste im Endeffekt. Und da schreiben wir jetzt rein minus C. Und dann link minus arg ist gleich minus minus sysroot ist gleich und da schreiben wir jetzt den Ordner mit der libc rein. Hier 364 cd der hier und dann libc. Genau, das der volle Pfad. Zack. Und das war's eigentlich schon. Jetzt können wir das Ganze cross-compilen für den Raspberry Pi. Nämlich mit Cargo. Ah, wir sind nicht im richtigen Verzeichnis. Wir gehen wieder in hier.
Cargo Build, und zwar für das Target. Warum sagt er jetzt ein Error? Warum? Ja, wahrscheinlich habe ich hier irgendwo einen dummen Fehler gemacht in diesen Definitionen. Nee, das ist ja der volle Part hier zum GCC. Genau. Naja, ich meine, ich habe das ja gerade schon mal testweise woanders gemacht. Da kann ich ja auch nochmal nachschauen und vergleichen. Nämlich hier in Raspberry. Das war mal gerade mein Testprojekt. Cut.cargo.config. Und eigentlich, also gut, da ist jetzt diese eine Zeile hier mehr drin. Ich meine, ich kann das ja mal rüber kopieren und dann können wir gucken, was da der Unterschied ist. So. Wahrscheinlich habe ich mich nur irgendwo vertippt. Das Target ist anders. Okay. Daran wird es wohl auch liegen. Ich glaube, der ganze Rest ist identisch. Ich habe da einfach ein unknown minus Linux GNU. Ich habe da das Falsche reinkopiert einfach. Ups. Dann kann das natürlich nicht finden, weil diese Definition bezieht sich nämlich hier genau auf diesen Cargo-Befehl und auch das Target, was wir hier angeben. Das heißt, wenn da oben was Falsches drin steht, dann applyt er quasi die Config auch nicht, die wir angegeben haben. Ja? Aber es ist ein arbitrary String, den du hättest jetzt auch Pustekuchen und hier wieder Pustekuchen. Das müssen nur Menschen. Das ist genau. Eine von Rust vorgegebene Architektur und so angegeben. Nee. Das ist im Prinzip einfach bloß String Matching in dem Fall. Ja, genau. Also das haben wir mit Rust Up installiert. Also diese, im Prinzip, was man da eingeben muss, das kommt von Rust Up. Also da haben wir ja vorhin genau dieses Target installiert, sozusagen. Das heißt, es ist doch kein Arbitrary. Es ist nicht Arbitrary, aber im Prinzip alles, was man da eingibt, also so funktioniert halt der Compiler. Der matcht halt da drauf, was da drin steht, was in dieser Cargo Config auf das Target matcht. Also man kann vielleicht auch ein Custom Target machen. Ja. Genau, aber jetzt, wenn wir jetzt Cargo Build machen, haben wir schön gesehen, dass hier das gebaut wurde und jetzt können wir das auch uns anschauen. Und zwar, dann liegt das hier nicht mehr im Unterordner Debug, sondern dann gibt es einen für diese Architektur spezifischen Unterordner und dort runter dann Debug. Und da liegt jetzt unsere Raspberry Pi Executable. Bin ich im Falschen? Ja, okay, dann gehe ich wieder in das eigentliche Projekt. Und baue das jetzt auch. Ja, jetzt funktioniert es auch, genauso wie wir es wollten. Und jetzt hier, zack, jetzt haben wir hier ein ARM Arch 64 Executable. So, jetzt müsste eigentlich auch mein Raspberry Pi eigentlich online sein. Das heißt, ich gucke mal, ob der da ist. Müsste eigentlich, aber... Ah, er hat auch die gleiche IP-Adresse wie vorhin. Das heißt, jetzt können wir uns das hier rüber kopieren auf den Pi. Und wenn wir jetzt uns auf den Pi drauf SSH'en, dann liegt dort das Raspberry. Raspberry Pi Executable, wenn wir das ausführen, kriegen wir ein Hello World. So, sehr gut. Das ist ja jetzt noch ein bisschen langweilig. Das heißt, wenn wir so ein Raspberry Pi haben, dann wollen wir ja eigentlich GPIOs ansteuern. Und zum Glück gibt es dafür auch schon eine Library. Also generell für die Leute, die das Rust-Tooling nicht kennen, es gibt diese Seite, die heißt crates.io. Und wenn man da nach etwas sucht, findet man viele Libraries, die schon für Rust geschrieben sind. In dem Fall, die uns interessiert, ist rppal. Das ist eine Library, die uns Access zu GPIO gibt. Aber wenn man jetzt auch nach Raspberry Pi und GPIO sucht, dann würde man das auch finden. Genau. Und im Prinzip, wenn wir das jetzt zu unserem Projekt hinzufügen wollen, dann ist das eigentlich ganz einfach. Wir können das nämlich genauso gut wieder mit Cargo machen.
Da gibt es einen Command, das nennt sich cargo add, und das können wir einfach rp pal reinschreiben, und dann fügt es das zu unserem Projekt hinzu. Und im Prinzip, was das macht, ist, editiert einfach nur unser cargo.toml. Da ist jetzt eine neue Zeile drin hier unter dem Tag Dependencies, wo einfach die Version von der Library steht. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder compilen, dann sehen wir, dass er jetzt erstmal diese ganzen Sachen runterlädt und dann auch baut. So, jetzt benutzen wir das Ganze aber noch nicht. Und das ist eine ideale Gelegenheit, um kurz CargoDoc vorzustellen. Das baut nämlich die Dokumentation von unserem Code, aber nicht nur von unserem Code, sondern auch von allen Libraries von unserem Code. Und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel rppal und hier die verschiedenen Module von rppal, unter anderem GPIO, was uns interessiert. Und da sehen wir schon, wie das dann auch funktioniert. Also wir können das hier jetzt dann inkludieren und ja, hier im Prinzip mehr oder weniger diesen Code benutzen. Das machen wir jetzt auch im Prinzip. Also wir gehen her, kopieren uns das raus, gehen hier in den Editor, in die Main, zack, dann kopieren wir uns das mal an eine sinnvollere Stelle hier, die Main, und setzen das anstelle von dem, rücken das noch etwas ein, so, und dann war es das auch eigentlich schon. Ah, Moment, an der Stelle, hier dieses Fragezeichen, das können wir leider nicht benutzen, dann müssen wir das unwrappen, weil wir hier kein Result zurückgeben. Aber dann sollte das genauso gut funktionieren. Was machen wir jetzt hier? Also wir haben hier irgendwie std-thread importiert. Thread gibt uns thread.sleep. Und dann haben wir duration, um eine Zeitdauer anzugeben. Und das GPIO-Modul, um GPIO zu importieren. Dann indexen, kriegen wir so ein GPIO-Objekt, fragen uns davon den PIN 23 an, als mutable, weil wir wollen den ja verändern. Dann setzen wir den high. Ah, und was wir jetzt auch noch machen können, ist das Ganze in einer Loop. Dann machen wir das hier quasi, blinken wir die LED und im Sekundenwechsel sozusagen. Eine Sekunde an, eine Sekunde aus. So, dann bauen wir das Ganze und dann können wir das auch schon wieder auf den Pi drauf scpen. Und wenn wir jetzt uns da wieder einloggen, dann und Raspberry Pi ausführen, dann sehen wir jetzt natürlich kein Output, aber wir sehen, das Programm hört nicht auf. Und wenn ich jetzt hier irgendwie eine LED angeschlossen hätte, dann würde die hier schön vor sich hin blinken. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Genau. Ja, das war es eigentlich im Wesentlichen auch schon, was ich euch zeigen wollte. Genau, gibt es Fragen? Ja. Ich denke schon, dass du da auch einen beliebigen anderen ARM64-Linker nehmen könntest, tatsächlich. Also es gibt auch im Arch Packet Repository, glaube ich, auch ARM-Linker, die man installieren könnte. Mhm. Es macht halt Sinn, wenn man jetzt irgendwie auch noch die libc braucht, das alles aus einer Hand zu nehmen, wenn man es eh alles runterlädt. Also, theoretisch könnte das ein beliebiger anderer Linker sein, der für die Architektur gedacht ist. Mhm. Nur die Toolchain, also die Rust-Toolchain bringt halt keinen expliziten Linker dafür mit, sozusagen. Ja. Denke, weil das da eigentlich nichts dagegen spricht grundsätzlich. Ich meine, Rust ist ja LLVM basiert, also das macht ja seine Code Generation damit und dann am Ende wird ja nur noch der fertige generierte Code genommen und halt alles in ein Binary getan. Also ja, wie gesagt, ich denke, da kann man auch andere nehmen, aber ich meine, die Toolchains sind halt jetzt GCC. Gibt vielleicht auch welche, die dafür für LLVM gebaut wurden und so, aber ja, musst halt auch erstmal finden oder selber compilen, das dauert halt noch viel länger. Also, ja. GCC ist eigentlich auch kein Linker. GCC, wenn man den hier zum Link benutzt, dann würde auch nur eine Kommandozeile bereitstellen, um einen Linker aufzunehmen, der dann auch neben dem Toolchain kommt. Ja, also der Linker liegt da auch drin sozusagen. Ich meine, GCC ist an sich ein ganzer Compiler, aber. Ja. Ja, eigentlich nicht. Also, ja.
benutzen halt die fertigen Binaries im Endeffekt einfach nur, dass wir das zusammenstückeln können. Genau. Ja. Und dann kann man natürlich auch alles andere in Rust verwenden. Also ich habe damit schon quasi ein kleines Programm dann aber für den Raspberry Pi 1 geschrieben und dann auch eine asynchrone Runtime inkludiert und dann quasi ein Programm geschrieben, was in mehrere Tasks gleichzeitig ausführt. Und es war eigentlich super angenehm und hat super funktioniert. Und ja, also ich kann es empfehlen. Ja. Also wenn ihr wollt, kann ich euch das auch mal zeigen. Aber das würde ich dann nicht auf Videoaufnahme machen, weil das potenziell sensibler Code ist. Also ja, den weiß ich nicht, ob ich den einfach so veröffentlichen dürfte in irgendeiner Form. Deswegen. Aber falls euch so ein etwas komplexeres Raspberry Pi Projekt interessiert, kann ich das ruhig zeigen. Dann musste ich aber die Aufnahme erst beenden. Wie schnell ist denn Rust auf Raspberry Pi zu automatisieren? Das dauert lange. Und das ist auch der Grund, warum, also die Frage für alle war, wie lange dauert es, so ein Programm auf dem Raspberry Pi zu compilen? Und man kann relativ einfach Rust für den Raspberry Pi installieren, sozusagen, dass man dann auf seinem Endgerät das Ganze compilet. Aber das dauert. Also, ja. Naja, beim Hello World könnte es vielleicht noch gehen, aber es ist schon auch signifikant mehr. Also, man will schon auf seiner Maschine lokal compilen und dann rüber kopieren, weil besonders je mehr Libraries halt dazukommen, desto länger dauert es. Zumindest dann beim initialen Compilen. Ja. Das jetzt, das ist ein Raspberry Pi 3B+, aber das, für was ich sonst gemacht habe, das war ein Raspberry Pi 1. Und da willst du es halt wirklich nicht drauf compilen, weil der hat nur einen Kern und 500 Megabyte RAM. Also das ist dann schon auch begrenzt. Und ich meine, auch der hier hat nur ein Gigabyte RAM. Das heißt, ich glaube, das wäre auch eher die Begrenzung dann, warum es richtig langsam wird, weil du einfach nicht so viele Files in Memory halten kannst, und um den ganzen Code zu generieren. Und mit auf die SD-Karte auslagern, das will man halt auch nicht. Das wird dann richtig langsam. Sonst noch Fragen? Na dann.